Servus, ihr Grobmotoriker. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problema und herzlich willkommen zur Woche 9 der Null Problema möchte spielen Challenge. Bei dieser Challenge gibt es wieder 1000 V-Bucks abzusahnen. Die Challenge startet heute am Dienstag, den 11. Juni und alle Videos, die eingereicht werden, müssen bis Sonntag, den 16. Juni um 18 Uhr eingereicht werden. Dazu komme ich noch in Kürze, Freunde. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid und nicht wisst, worum es hier genau geht und was es mit den Videos auf sich hat, dazu komme ich in Kürze. Das heißt, heute am 11. startet die Challenge, endet am 16. Juni und am Dienstag, den 18. Juni, gibt es dann die Auflösung. Hier zu den Grundregeln: mitmachen können und dürfen nur Abonnenten meines Kanals. Das heißt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das jetzt, holt das jetzt nach und dann könnt ihr auf jeden Fall an dieser Challenge teilnehmen. Solltet ihr ein Video eingereicht haben und von einem anderen geschlagen werden, könnt ihr natürlich ein neues Video machen und das auch einreichen und versuchen, seinen Wert zu schlagen. Das heißt, ihr könnt so oft einreichen, wie ihr wollt. Für die weiteren Grundregeln schaut bitte unten in die Videobeschreibung. Das ist sehr, sehr wichtig. Schaut bitte unten in die Videobeschreibung. Lest euch die Regeln durch, damit ihr genau wisst, worum es hier geht, wie ihr mitmachen könnt, was Disqualifizierungsgrund ist und etc. pp. Das ist sehr wichtig, Freunde, und da steht auch, wie ihr mich erreichen könnt, wie ihr die Videos einreichen könnt und so weiter und so fort. Lest bitte unten die Videobeschreibung. Okay, kommen wir nun zur Challenge dieser Woche. Und zwar in dieser Woche geht es darum, Kills zu erreichen, und zwar so viele Kills wie nur möglich mit der Drum Gun Only. Das bedeutet, ihr dürft nur die Drum Gun benutzen, keine andere Waffe. Das heißt, wenn ihr landet, müsst ihr eine Drum Gun finden, um Kills zu machen. Solltet ihr irgendeine andere Waffe haben, Pistole, was weiß ich, dürft ihr mit denen keinen Kills machen. Wenn ihr sie aufgesammelt habt, kann natürlich passieren im Gefecht etc. pp., müsst ihr sie droppen. Alles andere darf benutzt werden. Ihr dürft alles benutzen, was euren Gegner nicht schadet. Das heißt, Impulsgranaten solltet ihr nicht benutzen, weil wenn ihr sie benutzt, kann der Gegner so unvorteilhaft wegfliegen, dass ihr in den Tod stürzt und damit hättet ihr dann natürlich einen Kill gemacht, der nicht gezählt werden kann und damit ist das Video dann nicht gültig. Das heißt, am besten lassen wir die Impulsgranaten weg und alle anderen Sachen, die Gegner schaden können, bleiben auch weg. Wie zum Beispiel Fallen oder die neue Schadenszone in der Flasche etc. pp. Solche Sachen. Aber außer diesen Sachen dürft ihr eigentlich alles benutzen. Ihr dürft Tränke nutzen, Heilmittel, auch von Gegnern. Ihr dürft Material benutzen, ihr dürft Material abbauen etc. pp. Es darf alles genutzt werden. Sollte ein Gegner auch eine Drumgun haben, dürft ihr die natürlich aufsammeln und dann zwei Drumguns haben. Ihr könnt natürlich alles voll haben mit Drumguns oder Heilsachen oder was auch immer. Diesmal müsst ihr euch nicht qualifizieren, um dabei zu sein. Das Spiel wird bitte nur im Solo-Modus gespielt, das Battle Royale. Also nicht irgendeine andere Form, keine Ahnung, im Custom Games oder Duos oder Squads oder irgendein Limited Time Mode, nur im Solo-Modus. Kommen wir jetzt zu dem Video. Ihr müsst euer Spiel, wenn ihr mitmachen wollt, von Anfang an aufnehmen in einem Stück bis zum Ende. Das bedeutet, wenn ihr den Bus verlässt, ab diesem Moment muss das Video aufgenommen werden, bis zu dem Moment, wo ihr eliminiert werdet oder das Spiel gewinnt. Dieses Video sendet ihr mir bitte ein, da werdet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link finden. Das Video sendet ihr mir ein, dann schaue ich es mir an, schaue, ob das alles regelkonform ist und werde es auf meinem Kanal hochladen. Wenn ihr das nicht möchtet, reicht doch bitte kein Video ein. Das heißt, ihr müsst damit einverstanden sein. In dem Link unten in der Videobeschreibung findet ihr ein Video, dort erkläre ich genau, wo ihr was hochladen könnt, wo ihr meine E-Mail-Adresse findet etc. pp. In der E-Mail-Adresse muss natürlich auch euer Benutzername sein, damit ich weiß, wem ich dieses Video zuordnen kann. Wahlweise könnt ihr das Video auch auf euren Kanal hochladen als ungelistet, mir den Link senden, ich lade es mir von eurem Kanal runter und lade es auf meinen Kanal hoch. Damit müsst ihr dann auch einverstanden sein, wenn ihr mitmachen wollt. Sollten zwei oder mehr Leute den gleichen Wert an Kills haben, das heißt beispielsweise, ihr habt 7 Kills erreicht und jemand anderes reicht ein Video ein, hat auch 7 Kills erreicht, machen wir das so wie in der Vergangenheit auch. Wir stoppen die Zeit von dem Moment an, wo ihr den Bus verlässt, bis zu dem Moment, wo ihr den 7. Kill erreicht habt und wer seine Kills als erster erreicht hat, gewinnt das Spiel. In dem Video, welches ihr einreicht, bitte keine Musik, keine Sachen im Hintergrund, es darf nur Spielsound zu hören sein, eure Stimme darf zu hören sein, aber nichts anderes, was mit Copyright zu tun hat. Nochmals, Freunde, es dürfen nur Abonnenten mitmachen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das jetzt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, es machen zahlreich Leute mit und falls es Änderungen zu den Regeln gibt, das kann natürlich passieren, wenn ich irgendwas nicht bedacht habe oder sonstiges, dann schaut bitte unten in die Kommentare dieses Videos hier. Dort werde ich alle Regeländerungen eintragen. Die gelten natürlich genauso wie die Regeln unten unter dem Video und deswegen wäre es ratsam, ab und zu mal hier vorbeizuschauen, um zu schauen, ob sich da irgendwas geändert hat. Des Weiteren werde ich in dem gleichen Kommentar auch eine Rangliste führen, wer gerade momentan an erster Stelle steht und so weiter und so fort. Somit wisst ihr dann immer, mit wem ihr euch messen müsst und seid auf dem Laufenden. Dieses Kommentar werde ich natürlich anpinnen, dass es oben ist und dass ihr da nicht herumsuchen müsst. Solltet ihr aber auch Interesse haben an meiner Langzeitverlosung, dann schaut bitte auch unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link. Dort könnt ihr alle 50 Abos richtig viele V-Bucks absahnen. Gestern haben wir zwei glückliche gehabt, wir haben die 400 Abo-Marke geknackt und zwei glückliche bekommen von mir jeweils 2000 V-Bucks. Die nächste Verlosung erfolgt bei 450 Abos, dann gibt es zweimal 1000 V-Bucks. Lohnt sich mitzumachen, schaut euch bitte das Video an, dann wisst ihr natürlich, wie ihr mitmachen könnt. Okay, Freunde, das war's damit. Ich hoffe, wie gesagt, es machen zahlreiche Leute mit. Wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich auf eure Kommentare. Okidok, haut rein. Ciao, ciao.